Nicht fahren, ey. Den kann nicht mal auf der Straße fahren. So, jetzt aber. Oh, direkt vor uns ist ein Posten. Das hat schief. Oh oh. Oh oh. Alpen zerschossen. Nein, das nicht, aber wir müssen da rein. Ah, super, jetzt wo wir gejagt sind. Warum fährst du denn mitten rein, hä? Ich bin ja nicht mitten rein. Natürlich. Bist in den Außenposten reingedonnert. Ich dachte, wir hätten ja noch ein paar. Zu dem Einsatz hätten wir auch laufen können. Ja, eigentlich ja, ne? Wow, es kommt auch noch Verstärkungsfahrzeuge, passt auf. Ja, das sind Rebellen, die da sich rumkümmern. Alles cool. Müssen nur mal gucken. Die da reinkommen. Oh, die kommen alle hier hin. Scheiße. Geht euch um. Tango getroffen. Kommt zu euch, da hinten ist mir zu gefährlich. Super, wir kommen hier nicht rein, weil wir kein Fahrzeug von denen haben. Die Rebellen angerufen. Ich muss sagen, irgendwie kommen wir da schon rein. Ich hab vorher Unterstützung geholt. Wow, ich wollte gerade sagen, wer ballert denn da? Oh mein Gott, muss hier irgendwann ein Stachelgradzaun sein. Hier können wir rein. Das ist auch noch eine Waffenkiste. Wenn Unidad Vogel aufpassen. Hier ist eine Waffenkiste. Waffen oder Zubehör? Waffen. Ein Scharfschützengewehr SR-25. Okay. Da fliegen Granaten rum. Scheiße, scheiße, scheiße. Oh nein, hier ist wieder irgendwo einer, ey. Hier sind überall welche. Falls es noch nicht eine Tür ist, einer, Chris hat. Scheiße nochmal. Er ist tot. Oh, nicht schon wieder. Oh. Zu viel. Ja. Komm aus, der ist auch noch der MG-Schütze, den ich jetzt nicht wegkriege. Bei Nacht ist das scheiße, man sieht ja nichts. Nee. Weiß ich. Das ist irgendwie sehr, sehr nervig bei Nacht. Du siehst mit dem Nachtsichtgerät nichts und ohne siehst du erst recht nichts. Tja, so ist das halt. Das ist halt Schuld, sonst trifft er besser. Au. Dicke Augen, der sieht wahrscheinlich nichts. So, dann gehen wir da jetzt die Füße hin. So. Hallo Reinhard. Hallo Reinhard. Wir halten den Kopf unten und versuchen unbemerkt zum zentralen Lagerhaus zu kommen. Unbemerkt, der gehört unbemerkt. Bewegung. Du willst ja nicht reinschwimmen? Mit dem Schwimmen, aber jetzt einmal erfolgreich geschwommen sind, ne? Ich weiß nicht, ich könnte doch sagen, was ist denn da hier? Was ist denn mit der Drohne hier? Wo passt denn die Drohne? Stört. War klar. Lieber ist hier im Turm wieder einer. Versuch dir mal leise auszuschalten. Ich glaube, das sind nämlich der MG-Schütze.
die Drohne gestört ist, dann müssen wir rauskriegen, wo der Störsender ist. Da, direkt vor dir. Direkt vor uns, André. Dann müssen wir gucken, wie wir den lautlos zerstört kriegen. Wahrscheinlich gar nicht. Den kann man nicht ausschalten. Außer wir kriegen Strom aus. Erledigt. Okay, es ist alles gut. Das ist alle mit Maschinenpistolen. Ich weiß nicht, wie wir den am besten ausschalten. Ist das ein Luftabwehrsystem? Hey, wir haben einen Narco. Ein Geschütz. Tango 5. Die Maschine hat keinen Ausschalter. Verdammt. Ja, das ist, glaube ich, auch das Luftabwehrgerät. Die Ladung. Weiß ich, wo das stört. Ich habe mal C4 hingelegt, falls wir es brauchen. Ich sehe einen Kartellleutnant. Ja. Wo hast du sie? Nicht C4. Für den Fall der Fälle. Ja, hier ist eine Waffenkiste. Sturmgewehrmagazin. Jon? Ja, wir müssen weiter rein. Irgendwo da drin muss das sein. Ja, wir müssen weiter rein. Hier ist ein Sicario. Direkt zwei Stück. Warte mal, lass uns mal gucken, wie die laufen. Kann einer auf 1 oder 2 zielen? Chris hat bestimmt. Hey, Chris hat einen. Ich geh auf 1. 1, dann auf 2. Weit? Ja. Ich hab die 2 doch getroffen. Hab ich. Ja, das ist ja das, was ich sagte. Teilweise ist es hier so, als wenn die Kugeln wirklich durch den Kopf durchfliegen. Hallo Wolfshaut. Hallo Wolfshaut. Treffen. Hab ich doch, aber der war dazwischen. Sind auf jeden Fall noch mehr. Okay. Was hältst du davon? Scheiß drauf, lassen wir es hochgehen. Hua, wir brauchen reichlich Sprengstoff. Hören Sie das U-Boot. Granate. Keine Ahnung. Wir haben Verluste. Oh nein, oh, wo waren die denn jetzt? Da war doch gerade alles frei. Oh, da sind zwei Stück. Komm jetzt, zwei Leutnants oder was sein soll. Da ist noch einer auf der Straße. Ja. Einer ist ja die Straße rauf und wo wir herkommen. Ja. Okay, das war's jetzt hier, glaube ich. Nur vor uns im Gebäude irgendwo noch. Danke. Zumindest du C4. Hab ich doch schon. Achso. Ja, also müsste die Drohne jetzt funktionieren. Falscher Knopf. Auf. Hey, kann sein, dass wir noch die Luftabwehr kaputt gemacht haben. Wahrscheinlich. Ich kann mich nicht bewegen. Ich hab fest in der Animation. Wieso treffen die mich? Ja, ich kann euch nicht mehr helfen. Wow. Toll. Jetzt geht's wieder. Gucken, ob ich das gut kaputt krieg jetzt hier. Links von uns noch. Dann noch weiter rein. Boah. Ich hab schon Zähigkeit und alles so hoch, ne? Und trotzdem. Ja. Wow, nein, ey. Boah. Ein einziger, ne?
Ah. Bin ausgewählt. Ist doch schon keiner mehr im Lager jetzt. Das müssen wir eigentlich mal clear haben hier. Ja, so langsam, ne? Ja, nichts nehmen. Wenn da C4 hingelegt, war ich das? Ja, dann, nee, das war ich aus Versehen. Ich wollte eigentlich eine Granate hochschmeißen. Ich hab C4 ausgewählt. Der Strom ist abgedreht. Wir haben die Info über Alzheimer plus Forschungen und so. Ah, oh, ausgeschaltet. Projekt erledigt. Dann können wir jetzt hier alles looten, ja? So ganz in Ruhe, also, ne? Verpasst? Ach, nicht viel, eigentlich nicht. Eigentlich gar nichts, ne? Nö, ist unser erster Stream seit langem wieder. Ja. Auch der letzte. Seit lang, für eine lange Zeit. Wir lassen die Rebellen. Wir sind für bis zu 14 Tage, da bin ich nicht wieder zurück. Ja. So lange müsst ihr euch leider gedulden. Ja. Mutter ist soweit, Mutter ziehen wir um. Alle ja. Vorbereitungen sind ja getroffen. Montag ist los. Wir weg. Das soll ich nur machen ohne dich. Mit Olli spielen. Was soll ich mit Olli denn spielen? Los. Doktorspiele. Oh, Doktorspiele. Okay, André hat schon ein Auto. Chirurgien-Simulator, oder wie der heißt. Ciao, Jan. Chirurgen-Simulator. Ich bin der Pilot. Boah, das sind wieder nur ein paar Meter, bis zum nächsten Story einsetzt. Wir können ja auch mal zu Fuß gehen, ne? Ja, besser ist das. Und versenken Sie sie. Lass mal. Locken wir die wieder alle an. Ja. Ist auch irgendwas hier, wenn ich gesammelt habe? Nein. Ich mag das Gebiet. Hier ist alles so schön dicht beieinander. Ja, aber in der Kürze liegt die Würze. Ja. Wird's wieder hell? Ja, die kleine Lichter scheint alles voll auszuleuchten hier. Oh, ich sag dir das. Fantastisch. Wir sind schon mittendrin. Ich glaub schon. Die Besichtigung machen wir, wenn's der Marke erledigt ist. Ja. Konzentration. Ziel 5 gesichtet. Mal Chris halt erst spannend, vielleicht entdeckt er alle. Auch da oben ist ein Scharfschütze, André, ne? Ja, deswegen sitze ich hier so in der Ecke. Okay. Ich bin im hohen Gras, da sieht man mich nicht. Bin ich gleich wie so ein Pokémon, schreit ganz laut Pikachu! Ne? Pikachu. Und warte darauf, dass mich einer mit einem Ball fängt. Ich kann ja gerne einen Ball vom Kopf schmeißen oder in die Klöten. Dann schreit der auch Pikachu, glaub mal. Voll in die Nüsse, Alter. Okay. Denk dran, wer den Schraubenschlüssel ausweichen kann, kann auch einen Dodgeball ausweichen. Ja. Alter, da sind aber... Okay, das irgendwo fehlen noch welche, 15. Ne? Sind die alle in den Zelten da drin? Ja, die schlafen alle. Ich krieg da nicht jeden mal hier drin. Ohne dass die mich sehen. Ja, das kriegst du auch nicht hin. Aber jetzt haben wir alle. Wir haben alle. Jetzt haben wir alle. Alter, ich stehe. Wir müssen boah, am besten Granate rein und dann ist gut, ey. Kurzer Angriff. Aber ob die in den Zelten getroffen werden? Weiß ich nicht, glaube nicht. Wir müssen auf jeden Fall auch die Scharfschützen ausschalten. Erledigt. Wenn das... okay. So. Für den einen noch... auf den. Denk, dass er so rumspielt. Die restlichen pennen alle im Zelt. Ja. Noch. Noch. Och, ja. Wird halt gerade hell. Das heißt, sie können alle ganz leise mit der Pistole ausschalten. Also Augen auf und nichts wie weg damit. Na, ist klar, wenn der Nachbar das Zelt erschließt, werden sie gleich wach. Sofort weg da! Und die können durch Zelte schießen. Ja, ist ja auch nur ein Zelt. Ja, aber normalerweise ist doch so wie im Blair Witch ein Zelt total safe. Ah, ja, das denkst du vielleicht nur.
Granate fliegt. Okay. Was? Was? Gut. Da hinten, wo Chris halt wieder seinen eigenen Krieg führt. Ja, da ist ja das U-Boot, was wir jetzt zerstören müssen. Alles cool. Warte 1, Station Germanisch. Warte 1, Station Germanisch, bitte kommen. Wir sind etwa 300 Kilometer südlich von Station Cantarell. Das müssen wir nochmal das U-Boot zerstören. Germanisch, kommen. Sind auf Grund gelaufen. Wiederhole. Sind auf Grund gelaufen. Wow. Da kommt noch ein Heli an. Okay. Mal Munition holen hier. Was haben wir denn jetzt? Kumbaya, my Loa. Kumbaya. Kumbaya. Das ist noch eine Kingslayer-Datei. Was wo? AB. Nix für ihn. Kumbaya, my Loa. Kumbaya. Das ist ja aber auch ein Sumpf, wo wir sind. Der David muss 14 Tage ohne mich auskommen. Ja. Auch mir hängt sich nicht auf in der Zeit. Oh, das ist ja die größte Sorge, die ich habe. Ne? Keiner da, der dich aufbaut, wenn es mir schlecht geht. Echt? Kein Chris hat da, der ihn wieder niedermacht, nachdem ich dich aufgebaut habe. Genau, genau. Das, mach ich dann da nur. Mit Olli reden. Da kriege ich nachher Rückenschmerzen. Okay, was machen wir denn? Wir können jetzt hier noch hingehen. Da. Nehmen ab, nochmal Fahrzeugabwurf. So weit. Und dann Heli rufen wieder. Ja. Ich glaube, hier steht sogar, glaube ich, noch irgendwo eins. Muss ja ein bisschen laufen. So, 200 Meter. Eine Stelle finden, wo man hier rauf kann. Hallo Chris, du Nase. Oh mein Gott, ich versinke im Sumpf. Oh mein Gott. Hoffentlich, dann haben wir wenigstens keinen Papierkram mehr. Oh, einfach geradeaus. Wow, tschüss. Oh, also, das ist ein Mordanschlag. Gesteck ein. Alter Schwede. Voll der Mordanschlag hier. Warte, die Karre geht voll ab. Geht nicht, ich sehe keine Straße. Hier vorne ist ein Hebel. Mehr rüberklettern. Wow. Oh. Sag mal, so geht das hier nicht. Was soll denn das für ein Scheiß? Du hast 30 Meter hohe Mauern, können die klettern, aber nicht über so kleine. Wieso schmeißt du schon mal mit Granaten, Grisal? Er wollte scannen. Wow. Wieso sitzt er noch nicht drin? Weil der E-Knopf noch nicht aufgeploppt ist. Alter, Denk dran, da ist ein Turm, da kannst du glaube ich nicht durchfliegen. Mich nervt diese Audiodatei, die da aufgegangen ist. Ja. Kann man die nicht irgendwie überspringen? Alter, Schäden. Der hört immer noch nicht auf, immer noch am Labern da. Aber bei mir ist jetzt vorbei. Ah, jetzt ist es Gott sei Dank. Da ist auch noch eine Waffenkiste drin. Waffenkiste entdeckt. Ja? Würde die Türen irgendwie aufmachen, ohne die beiden Helikopter zu sprengen? Hier oben können wir glaube ich einen aufmachen. Gehen wir mal hier oben.
Hat sie 4, geh mal runter. Achtung, Achtung, Achtung! Wo ist er? Unten. Alles sauber. Da unten? Jo, hab schon. Nach der Abschaltung dieser Station können die Rebellen aktiver werden. Boah, beide Helis hat's erwischt. Wow, wie das denn? Weiß ich nicht. Okay, dann muss er gleich 9 rufen. Erstmal nochmal hoch die Waffenkiste holen. Hinten. Wow! Ich hab doch nicht mein Fahrzeug gerufen und trotzdem bin ich schon tot. Wir haben ein Fahrzeug gerufen. Chris hat wieder, du Sau, ey. Der Chris hat einen Arsch, ich hab ihn mit einer Heli umgebracht. Das kommt immer ganz deine kleine Robot. Wo jetzt denn? Wow, da können wir eigentlich überall hinlaufen, ey. Ja, ja, so ziemlich, ne? Oh, das erinnert mich irgendwie an Fallout 4 gerade hier. Zurück zu ein fettes Teil. Oder an Waterworld. Hat deine Mutter auch gesagt. Dort war der schlecht. Oh, und könnt ihr den da unten rechts abknallen? Dann musst du muss Chris abmachen. Nein. Okay. So wie du wackelst. Da wird sich durch die Füße erschossen. Wie ihr den erschossen, das ist egal.